Rosenmotor ist heute mit dem Opel Adam wieder unterwegs. Wir sind bei einem Opel-Händler in Spiez, Herr Beat Betscher, der Führer von der Garage Garage Schneider AG. Herr Betscher, was bedeutet für Sie als langjähriger Opel-Händler die Ankunft oder Geburt von diesem Opel Adam? Ja, das ist unser neuestes Kind, der Familie von Opel, das sehr individuell kann zusammengestellt werden, je nach Kundenwunsch. Jeder Kunde kann eigentlich aus diesen drei Modellvarianten sein Auto komplett basteln. Komplett, wir haben das schon gesehen, dass eben der Wagen kann individuell vom Dach eigentlich bis zum Boden und vom Aussen bis zum Innen komplett angepasst werden. Sie gibt überhaupt anscheinend 4,5 Milliarden Möglichkeiten. Fristmäßig, was bedeutet das für einen Kunden, wenn er bei Ihnen kommt? Also je nachdem, wie der Kunde konfiguriert, geht es ca. 3 Monate, bis das Auto dann gebaut ist und da ausgeliefert kann werden. Also es ist wirklich eigene Signatur für jedes Auto, für jeden Kunden in dem Sinn? Ja, weil man hat so viele Individualisierungsmöglichkeiten, dass jeder Kunde sein Auto bauen kann. Aber das heisst auch, dass für einen Händler eigentlich die Vorgehensweise um den Verkauf eines Autos neu ist in dem Sinn, weil ich sage nicht mehr da und biete ein Auto so von der Stange her, sondern der Kunde kann seinen Wagen selber gestalten. Wie funktioniert das? Kann ich sie irgendwie vom Internet helfen? Tun die ihn beraten aufgrund von ihren Kundenkenntnisse oder wie funktioniert das? Ich denke, der idealste Schritt ist, wenn sich der Kunde vorher informiert auf opel.ch, gibt es einen Konfigurator vom Adam. Und dann kann er dort die verschiedenen Pakete zusammenstellen, die Farben anschauen, wie das aussieht, Interieur, Exterieur. Alles so kann er individuell zusammenstellen, ausdrucken. Und dann können wir noch beratend mithelfen. Dann kommt er also mit seinen Menükarten, wenn man so will, also Vorspeis bis Nachspeis, und dann macht er im Moment die Rechnung. Wie übrigens sieht die Rechnung aus? Was ist da ein bisschen die Preisspanne von dem Auto? Also es fährt bei 15'000 Franken an und nach oben ist es eigentlich offen. Nach oben ist es eigentlich offen. Gut, ich meine, hier haben wir eine Version Glam, die ist jetzt natürlich sehr komplett ausgestattet und kostet etwa 27 oder 28'000 Franken. Ich meine, da fehlt eigentlich nicht mehr viel drin. Da ist es eigentlich sehr gut ausgestattet mit Leder, Navigation, IntelliLink-System, Radio. Da ist eigentlich alles drin. Eigentlich der einzigste Fehler von dem Auto wäre, dass sie eigentlich von der Stange ist. Das ist ein vorkonfiguriertes Fahrzeug. Ist ja so, ja. Okay, also man wünscht sich eigentlich, dass jeder Opel-Kunde diesen Adam ein bisschen anschaut, sich ihn selber konfiguriert, so kann er sein eigenes Auto haben. Ist das richtig? Das ist genau so, ja. Okay, Herr Schneider, danke Ihnen vielmals für diese kleine Auskunft. Wir werden natürlich das verfolgen, wie das weiterläuft, wie die Kunden das entgegennehmen und wie sie damit handeln. Und vielleicht kommen wir wieder einmal zurück, um Ihre Verkaufserfahrung zu testen, wie die Kunden sich effektiv benommen haben oder ihr Auto wirklich konfiguriert haben. Ja, danke auch vielmals. Und ich darf sagen, wir haben in diesen 2-3 Wochen, wo wir jetzt schon haben, der Verkaufsstart war, haben wir sehr gute Resonanzen gehabt. Das ist schon mal in einer grauen Welt sehr positiv. Das ist